Damit der Arzt die richtige Therapie finden kann und Diabetiker ihre Insulindosis zur richtigen Zeit spritzen, müssen die Blutzuckerwerte regelmäßig kontrolliert werden. Es gibt drei Möglichkeiten, den Blutzucker selbstständig zu ermitteln. Darunter fallen blutfreie Varianten, wie etwa das sogenannte Continuous Glucose Monitoring und die Kontrolle des Blutzuckers über den Urin. Die am weitesten verbreitete Praktik ist der Pieks mit einer Lanzette in den Finger und die Kontrolle mittels Teststreifen und Auswertungsgerät. Bei dieser Variante ist es notwendig, sich zuvor gründlich die Hände zu waschen und sie gut abzutrocknen. Gegebenenfalls sollte man vor dem Messen außerdem die Hände massieren, um die Durchblutung anzuregen. Diabetiker sollten regelmäßig prüfen, ob das Messgerät noch richtig funktioniert. Dazu führt man eine Messung mit einer gerätespezifischen Kontrolllösung durch. Ebenso ist es wichtig, die Teststreifen geschützt zu lagern und auf ihr Verfallsdatum zu achten und eine Lanzette jeweils nur einmal zu verwenden. Betroffene sollten außerdem unbedingt die mit dem Arzt besprochenen Uhrzeiten einhalten. Denn nur mit diesen Werten können Mediziner entsprechende Therapieschritte einleiten.